Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Im letzten Part haben wir die Beine des Hutmachers gefunden und damit ist er jetzt wieder komplett. Und ja, wir wollen uns jetzt hier umschauen. So. War das gerade Fallschaden? Okay. Goldene Zähne haben wir bekommen. Haben wir jetzt eigentlich genug, um wieder was abzugraden? Ja, die Pfeffermühle. Dann machen wir das doch. Ja. Haha. Jetzt wird sie richtig heiß. Und da ich eh mit der auch recht viel kämpfe... Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Ja, bin ich auch sicher. Wo ich gerade so reingetreten bin. Oh Gott, aber jetzt habe ich immerhin wieder ein paar Leben mehr. Diese Uhrenteile werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Jetzt wartest du mal hier da drüben erstmal. Ich muss hier erstmal Zerfall töten. Okay, die Lösungen sind also alle giftig. Und da wartet der Hutmacher auf uns. Oh. Courage, Alice! Ich krieg diese Tür schon auf. Okay, dann mach mal. Eine Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen hat diverse Vorteile. Sie hängt Feinde ab und ließen ihm bei der Detonation Schaden. Nein. Okay, und? Oha, geh doch weg. Okay, und haut drauf. Ja, mal schließlich jetzt die verbesserte Pfeffermühle. Ich versuche zu denken, aber nichts passiert. So, jetzt habe ich's. Ich versuche zu denken, aber nichts passiert. Ich kann überhaupt denken. Oh ja, ich habe einen Lauf. Das kann nicht mehr lange dauern. Oh Gott. Oh nein! So, und? Oh Gott. Autsch! Okay, und hau drauf. Ja, komm her. Erwischst du mich nicht? Oh. Okay, jetzt wirft er wieder. So, was tust du jetzt? Schön wieder werfen? Mach halt. Und jetzt? Oh Mann! Warum weicht Alice auch nicht ganz aus? Okay. Er rammt mich wieder. Sehr gut, nur noch ein Kopf. Komm, ramm mich.
Okay. Und A-Knopf. Sehr gut. Jetzt rammt er mich wieder. Oder will diese Feuerattacke machen. Also dieser Explosionsschlag, nenne ich ihn mal. So. Jetzt will er mich... Ah ne, jetzt will er wieder werfen. Und? Okay. Ja, geschafft. Wenn ich jetzt mal vor 1 sammeln erstmal. Okay, die Tür ist offen. Um die hier irgendwas zu bedeuten? Ich glaube nicht. Also zumindest nichts, dass ich mit dem, was ich interagieren kann. Die sind wahrscheinlich schon wichtig, aber keine Interaktionsdinger. Oh oh. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Oh Mann, Hutmacher. Entschuldigung, dass wir nachfragen, was hier los ist. Tja, was soll's. Nein! So. Hä? Wie komme ich denn da durch? Ach so. Ich verstehe. Das macht schon mehr Sinn. Oh. Haselmaus tot. Alice tötet alle. Okay. Da waren Aufzeichnungen. Achso, ja, da war ein Hinweis drauf, wie wir weiterkommen. Super. Pfeffermühle auf die, diese Anzeige. Da unten ist der Hutmacher. Hä? Und jetzt? Hutmacher, ja, dort. Aber wie komme ich jetzt denn jetzt wieder hoch? Haselmaus dort. Oder Märzhase? Vielleicht doch Märzhase. Ach, da ist der Hutmacher. Ja, ist ja cool. Gut hier. Bleib cool, so wollte ich das sagen. Mein Gott. Aua. Wenn ich da jetzt gestanden wäre, dann... Oh Gott. Das hört sich nicht so doll an. Den Grund des Bebens gefunden. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter! Ich sollte... Genug Palaver! Kampfzeit, Fräulein! Fräulein. Oh Gott.
Oh oh. Lasst falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz fort. Ach du meine Güte. Und wie genau soll ich da gewinnen? Tja, nicht mit dem Hutmacher gerechnet, was? Nein! Meine kostbare Domäne und die Güste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wohin fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir, sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht mehr oder eher die Spiegellinie betrieben. Komm schon, Leute. Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Achieve. Trinkt, trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir. Du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee und Ignoranz. Verwirrend, absolut verwirrend. Aber gut. Whitechapel ist nicht Londons Verkommene. Okay. Lese ich halt nicht vor, was da steht. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Was? Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und miet mir ein Bett. Im Dunkeln lässt sie es gut rumpeln, hä? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Wir sind also wieder in der Wirklichkeit. Da ist die weiße Katze. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt. Wo ist denn die Katze hin? Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Ja, wo ist der Kerl hin? The Mangled Mermaid. Hallo, was machst du da? Du bist tot? Oh, super. Zu Tode gesoffen. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Da sind sie still. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starkgetränken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pris geworden ist. Okay. Hier sind sogar ziemlich viele Trinker, habe ich das Gefühl. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Zwitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Na gut. Wenn ich zur Tür reinkomme. Und du bietest dich an, du Klappergestell. Ich muss wahrscheinlich zur Hintertür rein.
Huch. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Oh oh. Irgendwas passiert hier. Doch mal sehen. Weiß die nicht, ich bin ganz schön blaubeer. Das ist doch der Punkt, oder nicht? Richtern würdest du es nicht. Ja, da hinten, du Idiot! Hör auf, der wird doch geschlachtet! Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier und Magen zersetzen, das Gin. Ja, abgemacht. Gib sie ihm! Komm schon, da hat meine Oma mehr Wumms! Ja, bravo. Geh mal lieber die Treppe rauf. Kann man sich setzen? Ach, ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Nein! Nein! Alice, wach auf! Oh, shit. Jetzt? Habe ich mich gerade ernsthaft bewegt? Oh Mann. Und da kommen wir wieder ins Wunderland. Und setzen uns langsam ab. Hübsche Stiefel. Oh Gott. Es qualmt richtig arg. Okay. Oh, ich kann die zerstören. Ah. Achso, das bin ich beim Laufen. Oh Gott, ich wollte gerade fragen, was das für hässliche Geräusche sind. Ach, da kann ich auch runter. Der greift mich noch an. Ah! Oder das Viech greift mich an. Oh Gott. Nicht schon wieder. Mach mal schon die Kleinen hier kaputt. Fallen gleich aus meinen Ohren. Neben einen kryptischen Spruch verlegen. Ich suche den Schildkröten-Supperich. Hast du ihn gesehen? Alice. Ah, Mist. Also nie wieder, wenn er zum Schlag ausholt. Pause machen. Ah, verdammt! Hey. So. Ich würde gern wieder normal sehen. So, okay, er wirft wieder. Und? Haha. Ah Mann! Alice! Und? Ah.
Was machst du jetzt? Sehr gut. Ein weiterer Kopf ist weg, dann bleibt nur noch einer. Okay. Ich habe gerade eine Schweineschnauze gehört. Der wird gar nicht so wütend wie die anderen. Er wirft schon wieder. Na los, wirf! Und jetzt? Was hast du denn jetzt vor? Sehr gut. Geschafft. Aha. Oh Gott. Schweineschnauze. Ah. Schön füllen. Haut der dann wieder ab? Ah ne, da ist ein Korb. Was ist mit der Eule hier los? Okay, lassen wir die Toten lieber ruhen. Kann man aufmachen. Und da haben wir eine Flasche. Aber kein Hinweis hier. Schade. Da ist nur das Bild von der Flasche drauf. Nun gut. Da hinten funkelt was. Okay. Ich glaube, ich muss sagen, dass der nicht mehr so haucht. Ah. Okay, das war knapp. Das sieht irgendwie gruselig oder eklig aus. Ugh. Schon wieder eine angefressene Eule. Oder ein Vogel generell. Sieht vielleicht auch aus wie ein Pinguin. Wieder eine Rutschpartie. Hui. Oh Gott, ein Pferd. Ah, eine neue Waffe. Und wenn ich damit dann nicht gleich kämpfen muss. Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegnerreihen. Einfach umwerfend. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Und mit was muss ich das drücken? Eisnark. Okay. Okay. Da ist noch mehr. Jetzt. Verdammt. Autsch.
Hallo. Oh Mann! Stirb doch einfach! Geht doch. Da stand ich gerade beinahe. Ja, ich weiß, die muss ich ausgeben. So, wo ist die Schweineschnauze? Hier? Da hinten? Ich muss also von der anderen Seite wahrscheinlich ran. Ach Mann. Ich sehe sie da drüben. Aber wie komme ich da ran? Hier dann, oder wie? Ich bin ganz nah. Wahrscheinlich ist er wieder unter mir. Ah, dachte ich es mir doch. Haha. Oh, eine weitere Erinnerung. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Tja, was will man machen? Die Menschheit ist halt dumm. Lauter Tiere, die angeknabbert sind. Wer macht denn sowas? Bäm. Geht gerade nicht, aber jetzt wieder. Komm raus. Kommst du nicht mehr raus? So ein dummes Ding. Tja, warten wir nochmal ab, bis es wieder rauskommt. Was hoffentlich gleich sein wird. Ach ja. Hätte ja auch so einfach sein können, ne? Nein! Toll. Was bringt das hier? Blödes Mistviech. Oh Gott. Oh, ich dachte gerade schon. Und da ist ein riesiger Fisch. Das soll bitte im Eis bleiben. Bitte bleib im Eis. Bitte. Okay, der ist halb tot.
Hallo? Na toll. Dann gehe ich doch erst da drüben runter. Oder sagt mir das, wo es hingeht? Alice? Ich habe keine Ahnung, was das zu heißen hat, aber gut. Aber es war scheinbar gut, was ich da gemacht habe. Beim nächsten Speicherpunkt mache ich dann aber mal Pause. So. Schon wieder eine Schweineschnauze. Ich so wahrscheinlich jetzt nicht. Oh Gott. Ladevorgang. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.